Hallo, ihr Jungen und Mädchen. Es ist so schön, euch alle wieder zu sehen. Es fühlt sich an, als ob es eine lange Zeit ist, dass ich nicht bei euch war. Aber heute habe ich eine Geschichte mitgebracht. Es ist eine Illustration, ein Bild von etwas, was wir in der Bibel lesen. Kommt, wir beten zusammen. Lieber Herr Jesus, wir möchten dich bitten, doch bitte mit einem jeden von uns zu sprechen. Hilf uns zu verstehen und hilf uns, dass es eine Veränderung in unserem Leben bringt. Amen. In der Bibel, in dem Buch Sprüche, lesen wir etwas. Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt es ihn doch zum Tod. Und die Geschichte, die wir hören werden, ich möchte, dass ihr ganz, ganz gut zuhört. Ganz gut müsst ihr zuhören, sodass ihr seht, welchen Weg der kleine Peter erwählt hat. Und dann Psalm 119, im Vers 105, da heißt es, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Wir werden diese zwei Verse anschauen. Eines Tages, Frau Wajäger, war da ein Junge mit dem Namen Peter. Es ist nicht der Wolf, nicht Peter und der Wolf. Ich habe euch da vielleicht schon irregeführt. Nein, da gibt es eine Geschichte, Peter und der Wolf. Aber diese Geschichte heißt Peter und die Spikes. Dieser kleine Peter liebte es zu rennen und liebte Sport und Springen und Werfen und natürlich am liebsten Rennen. Und fast immer war Peter der Erste, der in die Ziellinie lief. Eines Tages in der Schule hat sein Freund Thomas ihn gerufen. Und Thomas sagte, komm, schau mal. Guck mal, was ich hab. Und denk mal, was das war. Denkst du, du weißt, was das ist? Vielleicht weiß Frau Wajäger, was es ist. Und ja, sie ist fast richtig. Es war ein ganz, ganz tolles Paar Schuhe, Spikes. Und Thomas sagte, von jetzt an werde ich schneller laufen als du. Du rennst ja nur barfuß, aber ich werde jetzt viel schneller rennen. Mein Vater sagt, dass wenn ich diese Schuhe anhab, dann werde ich jeden überholen. Und Peter war ein bisschen erstaunt und schockiert. Und dann sagte Thomas, sie sind so teuer.
1800 Rand. Das ist viel Geld. Ganz viel Geld. So viel Rand. Peter war ganz traurig. Was kann er tun? Er wünschte, er hätte auch solche Schuhe zum Rennen. Und die sahen so gut aus, diese Spikes. Und sie sahen so neu und stark aus. Und so ist Peter mit einem ganz schweren Herzen nach Hause gekommen. Und zu Hause fragt er seine Mama: Mama, bitte kannst du mir Spikes kaufen, solche Schuhe zum Rennen? Seine Mutter sagte: Peter, mein Junge, wo kommt das denn her? Du rennst sehr gut barfuß. Und sowieso, wo werden wir das Geld herkriegen? Du weißt, dass wir all unser Geld für Essen und Kleidung ausgeben. Und ich bin stolz auf dich, wenn du rennst. Und nächstes Jahr müssen wir dir neue Schuhe kaufen. Die werden dir ja nicht halten. Du wächst ja noch. Und Peter war so traurig. Und er lief ein bisschen und stellte sich auf die Brücke und überlegte und dachte: Thomas hat heute eigentlich gewonnen. Und während er runter auf den Fluss schaute und ihn eigentlich nicht sah, weil sein Kopf voller Gedanken war, da hat er doch etwas gesehen. Wisst ihr, was das war? Er hat nicht Thomas gesehen, nein. Er hat etwas gesehen, was unten unter dem Busch beim Fluss lag. Etwas war da versteckt und er ist da runtergelaufen. Und er schaute und da war ein Koffer. Und er dachte, vielleicht ist da etwas ganz Gefährliches drin, eine Bombe oder etwas. Aber er dachte, nein, komm, ich nimm's mal mit nach Hause. Er hat es nicht geöffnet, er hat es nur nach Hause genommen. Aber er wollte nicht, dass irgendjemand das sieht. Und ganz vorsichtig nahm er es zu einem Zimmer da im Hinterhof. Und dort im Zimmer hat er die Tür zugeschlossen von innen und er hat diesen Koffer genommen und ihn aufgemacht. Was hat er gefunden? Drei Hemden und Hosen und eine Kosmetiktasche. Und dann sah er, da ist noch eine Tasche. Und er öffnete es. Und da, wisst ihr, was da drin war? Da war Geld drin. Ganz viel Geld. Und
Und als er das zählte, waren es 2000 Rand. Und da hat er einen Plan. Wisst ihr, was das war? Er wird es niemandem erzählen. Er wird niemandem sagen, dass er diesen Koffer gefunden hat, dass er das hat. Er wird dieses Geld einfach nehmen und er wird Schuhe kaufen, in Rennschuhe. Und dann dachte er, es wird ja verkehrt sein, weil es gehört mir ja nicht. Aber ich habe es ja gefunden, dachte er sich dann. Ich habe es gefunden, so jetzt gehört es mir. Aber was ist, wenn der Besitzer danach sucht und es braucht? Und wem gehört es sowieso? Wie wird man den finden, war dann die andere Idee in seinem Kopf. Was soll ich nur machen? Aber wisst ihr, eigentlich sollte ich es zur Polizei nehmen. Sie werden vielleicht den Besitzer finden. Aber ich brauche doch das Geld. Ich brauche das Geld für die Schuhe. Und so ging es 2 Tage lang und 2 Nächte. Er konnte nicht essen, er war nicht hungrig, er konnte nicht schlafen. Er konnte in der Schule nicht aufpassen. Sein Leben war schrecklich. Und er hat es niemandem gesagt, weil er wollte ja das Geld eigentlich gebrauchen und dann sollte es ja niemand wissen. Und dann nach den 2 Tagen hat er beschlossen, das Leben ist schrecklich. Ich muss diesen Koffer zur Polizei tragen. Und so tat er das. Und als er ankam, sagte die Polizei, Junge, wo hast du diesen Koffer gefunden? Und er sagte, da beim Fluss habe ich es gefunden. Und die Polizei öffnete den Koffer, sie sahen das Geld, sie sahen die Hemden und die Kosmetiktasche. Und dann sagten sie, mein Junge, komm, wir schreiben mal deinen Namen auf und deine Telefonnummer und deine Adresse. Und dann ging Peter. Er hat sich gefreut. Oh, er freute sich. Er fühlte sich so leicht und erleichtert. Er war froh, dass er doch diesen Koffer abgegeben hat. Aber nach 2 Wochen, Kinder, geschah noch was anderes. Das Telefon läutete und die Mama antwortete. Und die Mutter sagte, ja, guten Tag. Oh ja, ja, ich bin seine Mutter. Und Peter dachte, was ist das? Wer hat da angerufen? Ja, sagte die Mama. Ja, ein Koffer? Nein, da habe ich nichts von gehört. Aber ich werde ihn fragen. Und so legte sie das Telefon weg und fragte Peter, was ist das mit dem Koffer? Und er hat so getan, als wenn es nichts ist. Ja, ich habe da einen Koffer gefunden den anderen Tag und habe es zur Polizei genommen.
Und dann hat er seiner Mama nicht gesagt, dass er das Geld eigentlich für sich selbst gebrauchen will. So the mother said, well, it was the owner of the suitcase who phoned and he wants to come and... Weißt du, Peter? Der Mann, dem dieser Koffer gehört, möchte gerne kommen und dir danken. Und es dauerte nicht lange und da klopft es an der Tür. Und sie luden den Mann ein, reinzukommen und dieser Mann war so froh über diesen Koffer. Und er sagte ihnen, er erzählte dem Peter, Junge, ich habe mich gar nicht so um meine Hemden gesorgt und um meine Hosen und selbst nicht mal um das Geld. Da in dem Koffer war ein großes Paket Papier drin, ganze Studien, die er über See in einem anderen Land aufgeschrieben hat und studiert hat. Und er hat es nicht irgendwo anders, war sein einziges Papier. Es hat Monate und Monate gebraucht, dass er daran gearbeitet hat. Und denkt mal daran, das war vor dem es Computer gab. Das war die einzige Kopie von seinem Studium, das er hatte. Und er war so froh. Dieser Mann war so froh, dass Peter diesen Koffer wieder zurückgegeben hat. Und er hat ihm gedankt. Und dann hat er seinen Briefumschlag rausgenommen. Und da hat er das genommen und diesen Briefumschlag Peter gegeben und gesagt, Peter, ich möchte dir danken. Und so ging dieser Mann weg. Und dann zum ersten Mal hat Peter seiner Mutter die ganze Wahrheit erzählt, von Anfang bis Ende. Und er sagte seiner Mutter auch, Mutter, ich habe fast das Geld gestohlen. Es hat nicht viel gebraucht und ich hätte das Geld gestohlen. Und ich bin so froh, Mama, dass ich es nicht getan habe. Und es tut mir so leid, dass ich nicht dir irgendwas gesagt habe und nichts dir erzählt habe, weil du hättest mir geholfen. Von Anfang an hättest du mir geholfen. Die Mutter war froh. Und die Mutter sagte, kommt, wir sehen mal, was in diesem Briefumschlag ist. Und als sie schauten, es waren 2.000 Rand. Und denkt ihr mal, was hat er wohl damit gemacht? Und dieses Mal hat er nicht schlecht gefühlt. Er konnte gehen und seine eigenen Schuhe kaufen zum Laufen. Und das ist die Geschichte, die ich euch erzählen möchte und erzählen wollte, Kinder. Ich will euch fragen, wo hat Peter zum ersten Mal den falschen Weg eingeschlagen? Was denkst du? Wo er eifersüchtig war. Ja, da, wo er eifersüchtig war und es in seinem Herzen das gemerkt hat und er hat nichts getan, um dagegen zu gehen und diese Eifersucht zu stoppen. Was hätte er tun sollen?
Genau, er hätte zu seiner Mutter gehen sollen oder zu seinem Seelsorger und er hätte sagen sollen und sagen sollen, ich bin eifersüchtig. Und sie hätten zusammen beten können, dass der Herr diese Eifersucht wegnehmen kann. Das ist, wo das Problem anfing. Und das Nächste, was war das Nächste? Da, wo er diesen Koffer versteckt hat. Er wollte nicht, dass irgendjemand es sieht. Und das Dritte? Als er dachte, er wird das Geld stehlen. Und das Vierte Mal? Es brauchte so lange, bis er wusste, was recht ist. Er wusste eigentlich, was recht war, aber er hat so lange gebraucht, bis er diesen Koffer wieder wegbrachte. Aber ich bin so froh, dass am Ende alles recht war und er den rechten Weg wählte. Wir lesen, dass die Bibel ein Licht ist auf unserem Weg. Und all diese Dinge lehrt uns die Bibel und dann brauchen wir nicht sündigen. Ich denke, es wäre sehr gut, wenn Peter die Bibel jeden Tag nimmt und sie ein bisschen liest. Und betet, Herr, bitte lehre mich und sprich zu mir, wenn ich lese. Denkst du nicht auch so? Und ich denke, wir müssen auch dafür beten. Herr Jesus, wir haben gehört von dieser Geschichte, wir haben dein Wort gehört. Bitte hilf uns. Hilf uns zu verstehen, was das Rechte ist und zu sehen, welcher Weg verkehrt ist. Und danke, Herr, dass du uns liebst. Amen. Vielen Dank, ihr Jungen und Mädchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.